Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start mit einer neuen Folge Forza Horizon 3. Ja, und heute habe ich mich für den Ferrari California entschieden. Sieht meiner Meinung nach für einen Ferrari recht eigentümlich aus, aber den habe ich noch gar nicht gefahren. Und wir klappen mal das Dach auf. Ja, sehr cool. Schauen wir uns mal den ganzen Vorgang hier an. Ja, braucht aber sehr lange. So, da sind wir auch vom Hardtop zum Cabrio sozusagen. Die ganze Klappe hinten neigt sich, wusste ich auch nicht. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, Ferrari typisch so. Ja, sieht aus wie ein netter Roadster. Ja, und da haben wir natürlich das typische Aggregat. Ist allerdings, soweit ich das sehen kann, 8 Zylinder. Ist jetzt nicht der dickste von Ferrari, aber ja, wir werden uns das heute mal anschauen, werden den mal auf Herz und Nieren testen, aber natürlich werden wir erstmal upgraden. Und zwar schauen wir erstmal wieder beim Optischen vorbei. Da gibt es natürlich wieder wie immer nur die Forza-Geschichte. Aber ich weiß nicht, gefällt mir gar nicht. Da müssen wir dann auf Downforce verzichten. Und die Geschichte hier, ja, schauen wir uns mal an. Gefällt mir auch nicht. Den lassen wir standardmäßig. Finde ich, macht optisch so mehr her, als wenn wir da jetzt irgendwelche Lippen etc. dran bauen. So, Motor lassen wir auch. Antrieb lassen wir diesmal auch. Und Luftzufuhrsystem, ja, da brauchen wir nichts dran ändern. So, dann gehen wir mal auf Reifen. Da werden wir mal schön die Rennreifenmischung nehmen. Horizon sieht ein bisschen übertrieben aus. Und da gehen wir auf 2,65er vorne. Hinten 3,75er wahrscheinlich. Ne, 3,45er. Mehr geht nicht. Und Felgen hätte ich gerne auch andere. Da müssen wir mal schauen. Da brauchen wir was Klassisches. Würde ich sagen, also nichts so extrem Übertriebenes. Ich gehe mal in Felgenpaket 3. Ja, das ist schon wieder genial. Ich gucke aber trotzdem mal nach einer anderen. Die wird... ja, eigentlich ist das mehr so eine Felge, die auf Corvette passt oder ja, auf Camaro so, aber hier wird die auch noch passen. Ja, das ist eine Mustang-Felge quasi. Die wird auch relativ gut aussehen. Oder hier, die hier. Die finde ich eigentlich sogar sehr gut auf dem. Oder die. Die ist ganz cool. Diesmal nehmen wir die hier. Die macht was her. Für so ein Standard-Outfit sieht die auf jeden Fall richtig gut aus. Und ja, hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen was größer machen. Ja. So sieht das ganz okay aus. So, dann gehen wir noch in den Antrieb. Da verbauen wir natürlich alles. Da ist schon verbaut. Ein Renngetriebe brauchen wir. Eine Antriebswelle brauchen wir natürlich auch eine vernünftige. Und Differential natürlich auch. So, den lassen wir auch Heckantrieb. Der wird nicht auf Allrad umgebaut. Und ja, Fahrwerk kommt tiefer. Da nehmen wir dann auch die Rennfrontstabilisatoren und ebenfalls dieselbigen auf dem Heck.
Und Käfig wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich. Den nehmen wir ohne. Und hier verbauen wir, ja, hier verbauen wir gar nichts. Hier bauen wir alles aus. 340 Kilo ausgebaut. So, und dann müssen wir noch genau im Motor reinschauen. Da kommt noch ein anderes Ansaugsystem rein. Und natürlich Drosselklappe, Ansaugkrümmer. Gibt auch nochmal bisschen Performance. Beziehungsweise Leistung. So, Auspuff und Krümmer ist das anscheinend. Da noch die Nockenwelle ändern. Ventile auch auf Rennventile. Ja, Rennmotorblock. Und natürlich die Schwungscheibe. Eine richtig leichte, eine Rennschwungscheibe. So. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir hier durch? Ah, okay. Einstellungen installieren. Ja, sind wir hier durch. Und dann geht es erstmal ans Testen, würde ich sagen. Ja, dann werden wir mal schauen. Die Settings, Design und Lackierung lasse ich übrigens auch so. Weil ich sagen wollte, dann werden wir die Settings ja, vielleicht eventuell noch ein bisschen anpassen. So, da höre ich auch schon, der hat ein eigenes Soundsample. Ja, der ist nicht Standard-Soundsample. So, ja, der ist gerade schon bei 2,30 und ja. Dann fängt er an und er lässt sich hochzuarbeiten. Aber leistungstechnisch müsste da noch was drin sein. Oh, der fährt aber eine ganz heiße Lackierung hier. Flammendesign. So, da fahre ich mir aber hier nichts Gutes zurecht. Da muss ich mal hier eben die Settings anpassen. Erstmal fahre ich wieder niedrigen Luftdruck. Also mein Standardgeschichtchen. Bringt eigentlich super gut Haftung. So, Höchstgeschwindigkeit 360. Dro 60. Heute ist wieder was los hier. Da schauen wir mal. Ja, 358. Da geht schon weniger. 3330. 356. 3,59. So, ich würde sagen, wir gehen auf ja, eine niedrigere Übersetzung. Und ich würde sagen, 3,50 reicht. Oh, da ist aber ein mächtiger Sprung drin. So, jetzt müssten wir, ja, 3,49,6, das lassen wir erstmal so. So, Radsturz lasse ich jetzt auch erstmal so, Winkel auch, Stabis, Fahrwerkshöhe ganz flach. Dämpfung lasse ich so, Aerodynamik können wir nicht anpassen, haben keine Spoiler verbaut. So, Bremskraft, da erhöhe ich den Druck auf 180. Hat sich meist für mich bewährt. Und Differentialbeschleunigung auf hoch und Verzögerung keine. Dann haben wir jetzt schon das üble Biest kreiert, denke ich. So, wir schauen einfach mal. Ah, okay, ich würde sogar sagen, ich habe etwas zu viel Haftung. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hier habe ich mal eben den Tunnel verpasst, da wollte ich eigentlich rein. Ja,
die Leistung, das gefällt mir noch nicht so. Beschleunigung. Und mit dem Grip, das gefällt mir auch noch nicht. So, da muss ich noch mal... da muss ich noch mal rein. Da muss ich noch mal rein. Autotune, Reifendruck brauche ich auf jeden Fall anscheinend mehr. Da fahre ich 1,6. Hier würde ich glatt auch sagen 1,6 und hier, das gefällt mir ja nicht. Da muss ein bisschen mehr her. So, und Differentialbeschleunigung. Verzögerung mache ich mal auf 30. So, und Ausrichtung, da nehme ich mal den Sturz raus. Mal sehen, was passiert. Übernehmen. Er hat immer noch zu viel Leistung. Das ist so ein Fahrzeug der schwierigeren Variante zum Einstellen. Das ist nicht mal so eben gemacht. Das ist bestimmt wieder mit Tüfteln etc. Also ihr seht selber, ich krieg den so gut wie gar nicht gebändigt. Das ist eher so ein Fahrzeug ideal zum Driften, würde ich sogar glatt behaupten. Aber mein Gott, der kommt irgendwie nicht so wirklich aus dem Quark mit seinem Standardmotor. Finde ich nicht ganz so cool. Ist ein schönes Auto, keine Frage, aber da könnte ruhig ein bisschen mehr gehen. Für meinen persönlichen Geschmack. Oh, der Grip, das stimmt aber auf keinen Fall. Da müsste ich wieder Sturz reindrehen, auf jeden Fall. So, der ist sofort zickig. Abfangen lässt er sich gut, aber hier bei solchen Kurvenfahrten ist schon schwierig. Ja, ist er nicht so tipptopp, wie ich eigentlich vermutet hätte. So, mal schön oben den Bonus noch ein bisschen pushen. Okay, hat noch geklappt. Ich musste ausweichen. Da muss ich auch mal reingucken. Sorry dafür, aber ich glaube, ich habe da schon... Habt ihr gesehen? Ding hakelt wieder hier. Menü. So, ich habe da Uhrzeit nicht reingeguckt. Oh, verfügbare Punkte 115. Oh, ich sehe gerade, ich müsste da oben noch welche reinpacken. Da auch, da ist alles voll. Okay, da kann ich noch ein bisschen Kohle raufschlagen, weil ich da noch coole Boni offen habe. Ja, und die Punkte sind auch da, weiß ich jetzt auch Bescheid. So, wir gehen aber mal eben auf Start. Ich fahre jetzt einfach mal so ein Rennen als Herausforderung. Bin ich einfach mal gespannt und wir fahren Straßenrennen hier. Kuba Pedi Pisten an Sturm. Ich habe jetzt nicht geguckt, ist das mit Offroad-Passage? Ich fürchte, aber ist egal. Ich wollte heute mal den Ferrari California fahren. Ich hatte da jetzt auch gar keine Erwartungen an Leistung oder so, nur den hatte ich noch gar nicht gefahren. Der schlummert auch schon seit Ewigkeiten in meiner Garage. Und da habe ich mir einfach gedacht, heute packe ich den mal aus und teste den einfach mal ein bisschen aus. Vom Setup her, also merkt ihr selber, seht ihr selber, ist das nicht mal eben gemacht. Der braucht schon ein bisschen mehr Tuning-Pflege quasi. Und wenn ich sehe, was da so an Kontrahenten ist, wird das ein sehr schweres Ding. Centenario, hier ist wieder... Oh, und ist noch nass, sehe ich gerade. Hier ist wieder das Übelste vom Übelsten am Start. Und da werde ich wohl
keine Möglichkeit haben, hier eine super Platzierung rauszufahren. Nicht mit dem Fahrzeug und mit dem Setup. So, da drifte ich mal gekonnt um die Kurve, aber die Leistung fehlt mir hier. Ihr seht selber. Ja, ich komme zwar ran an die Wiper, aber ja, das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Okay. Das ist alles nicht das Gelbe vom Ei, weil ja, auf dem Teilstück hier müsste ich eigentlich schön rausbeschleunigen. Und ja, dann halt nur auf die Kurven aufpassen, aber okay. So, die Wiper, die will es aber wissen, drängelt mich hier ab und das funktioniert auch noch. Das kann doch nicht wahr sein hier. Das funktioniert auch noch. Er hat mich gut abgelenkt. So, da werde ich aber noch mal nachbessern. So leicht lasse ich mich hier nicht abwimmeln. So, da gehe ich nämlich vorbei. Ja, und hier fahre ich irgendwo, wo ich nicht hinfahren soll. Ja, ist sehr schwierig mit dem Fahrzeug. Ihr seht selber, das ist wie, als ob ich hier Blizzard Mountain auf Sommerreifen fahre. Genau so fühlt sich das gerade an mit dem. Und ist gerade auch sehr unvorteilhaft hier mit den Offroad-Teilstücken. Da bin ich jetzt zwar relativ gut durchgekommen, aber... ein Centenario müsste ich noch kriegen. Okay. So, ich bin hier mehr quer am Fahren als geradeaus. Obwohl, ich habe noch eine realistische Chance. Bei 50% knapp. Wenn ich mich jetzt hier nicht abdrängeln lasse, dann könnte ich das sogar versuchen zu schaffen. Boah, der fährt sich wie als... ob ich mit Sommerreifen hier im Blizzard Mountain unterwegs wäre. Kein Scheiß. Richtig anspruchsvoll, hier den Wagen überhaupt auf der Strecke zu behalten. Ich komme hier noch nicht mal zum Stehen. Also an der Reifenmischung kann es nicht liegen, am Luftdruck auch nicht. Der ganze Wagen ist so ein bisschen, hat so ein paar Stabilitätsprobleme. Ja, man muss auch bedenken, ich habe keine Helferlein an in dem Spiel. Ich spiele grundsätzlich immer mit allen Hilfen aus. Das kommt noch dazu, dass die Autos sich dann, verschiedene Autos halt sehr schwierig handeln lassen. Aber genau das ist das, was mir Spaß bringt. Und ich will noch vorbeigehen. Ah, habe ich das noch geschafft? Nee, ich bin nicht am Aventador, glaube ich, vorbeigekommen. Ja, genau. Aventador war vor mir im Ziel. Ja, war dann jetzt nicht so erfolgreich, aber ich habe mir da jetzt auch keine großen Hoffnungen ausgemalt. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich wollte den Ferrari California mal fahren. Setup-mäßig habe ich da jetzt nichts Dickes reingehauen, also Tuning-mäßig meine ich. Das ist alles noch Standard. Ich wollte einfach die Ferrari-Geschichte hier mal auskosten, mal schauen, was kann der in-game ungetuned, also sprich unmodifiziert mit anderen Motoren etc. Und der brummelt ganz schön hier. War nicht wirklich jetzt so der Bringer, sag ich mal. Also fand ich nicht schön zu fahren. Klar, Setup könnte ich noch ein bisschen verändern. Winkel vom Radsturz natürlich wieder reinmachen ein bisschen und so und da rumtüfteln und so. Aber das ist sehr zeitintensiv, das wird jetzt die Folge auch sprengen. Das sollte ja auch nur mal so ein vorab angeteste sein von dem Ferrari California. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Lasst gerne einen Kommentar oder sogar einen Daumen nach oben da. Und vielleicht gefallen euch meine Folgen so gut, dass ihr auch den Kanal abonniert. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bin ich jetzt raus. Und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann.